Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem wir also alle technischen Hürden hoffentlich bewältigt haben, können wir unseren heutigen Abend hier starten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Rahmen der Ringvorlesung über die Republik Moldau bzw. über die Moldau als ein unbekanntes Land in Europa. Diese Ringvorlesung ist eine Gemeinschaftsproduktion des Instituts für Kulturen und Geschichte der Deutschen Südosteuropa, IKGS, in München, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Die läuft als eine Online-Lehrveranstaltung oder weitestgehend als eine Online-Lehrveranstaltung im Netz. Alle bisherigen Vorträge sind dann auch über die Webseite des IKGS verfügbar. Die meisten Leute dürften hier den Link haben, sonst ist es ganz einfach, das zu googeln, IKGS Moldau, dann sind Sie eigentlich schon dort, wo Sie hin müssen. Finden Sie auch noch einmal das Programm bzw. die Möglichkeit, die bisherigen Veranstaltungen, soweit sie schon vorhanden sind, nachzuhören oder nachzuschauen. Und das ist die einzige Live-Veranstaltung im Rahmen dieser Ringvorlesung. Deswegen freut es mich auch sehr, dass so viele Leute hier auch den Weg hierher gefunden haben. Wir sind technisch so ausgerüstet, es läuft gleichzeitig ein Stream und auch eine Aufnahme, sodass auch letztendlich diese Veranstaltung online zur Verfügung gestellt werden wird. Der heutige Abend ist einem gewissermaßen einem speziellen Thema gewidmet, das sich mit einer Facette des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt, die wir zwar im Großen und Ganzen alle aus der Schule kennen, dem Holocaust, der Shoah, aber eben diese Facette in ihrer räumlichen Dimension natürlich nicht ganz kennen. Und das ist eine räumliche Dimension, die das gleiche Schicksal hat wie die Republik Moldau, ein unbekanntes Land zu sein, ein unbekannter Raum zu sein und eben auch eine unbekannte Geschichte zu haben. Und Teil dieser Geschichte ist eben auch die Frage nach dem Holocaust, nach diesen Ereignissen, die sich dort während des Zweiten Weltkrieges abgespielt haben und die eben auch Teil dieser Geschichte sind, aber eben nicht der gleichen Wahrnehmung sind. Dafür haben wir als Veranstalter uns auch gewünscht und es auch zustande gebracht, dass wir jetzt hier einen etwas ungewöhnlichen Einstieg machen können. Es gibt zunächst einen kurzen Film, in etwa eine halbe Stunde, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, der quasi dieses Thema einmal aufreißt. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion. Wir werden also dann, nicht ich, aber unsere Gäste werden dann hier die Stellung wechseln und sich da hinsetzen. Wir haben als Moderator Florian Kyrer-Wielach, der da in der ersten Reihe sitzt, der Direktor des IKGS in München. Und wir haben als Diskutanten eingeladen Mariana Hausleitner aus Berlin, die hier ist, den Hauptverantwortlichen oder Mitverantwortlichen für den Film Markus Winkler, eben auch aus Berlin eingereist. Sie sehen, die Deutsche Bahn war in dem Fall pünktlich, aber Sie sind ja schon gestern angereist, sicherheitshalber. Und dann haben wir auch noch Gäste bzw. hauseigene Expertinnen eingeladen, die Eva Pfannzetter vom Institut für Zeitgeschichte und Dirk Rubner auch vom Institut für Zeitgeschichte, die dann im Anschluss über diesen Film bzw. über dieses Phänomen an sich diskutieren werden. Und dann gibt es auch die Möglichkeit natürlich von Fragen aus dem Publikum. Jetzt darf ich dich bitten, den Film kurz einzuführen und dann starten wir auch den Film. Ich mache dann auch ein bisschen dunkler. Jetzt lasse ich es nur noch heller. Bitte, Markus. Ja, lieber Kurt Schaar, vielen Dank für die Begrüßung und herzlichen Dank auch für die Einladung vom Institut für Zeitgeschichte hier an der Universität Innsbruck und dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Rahmen den Film und auch das Projekt vorzustellen. Und ich freue mich auch sehr, Ihnen sagen zu können, dass das eine Filmpremiere ist. Also der Film wird heute zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Es ist eine Österreich-Premiere, eine Weltpremiere und ja, es hat verschiedene Gründe, warum es erst jetzt passiert. Der Film wurde gedreht im Oktober 2019. Es waren 8 Drehtage damals. Und dann gab es die Postproduktion 2020. Dann kam Corona.
Und dann kam der Krieg. Und das macht diesen Film jetzt auch nochmal, auch wieder besonders, auch auf tragische Weise, wie ich finde. Damals handelte der Film eigentlich, ja, er handelte von der Vergangenheit und von dem gegenwärtigen Erinnern an das Vergangene. Und jetzt ist dort, wo wir gedreht haben, der Krieg. Also das ist ja leider wieder sehr aktuell. Und wir werden nachher auch einen Protagonisten des Films zugeschaltet bekommen. Ich hoffe, das klappt technisch, der in Kiew ist. Und ja, wir hoffen, dass das auch klappt mit dem Strom. Das sind ein paar Worte zur Entstehung des Films. Bevor ich dann ganz kurz auch inhaltlich noch etwas sagen werde, sehr verkürzt, ohne den historischen Kontext jetzt auszubreiten, denn dazu werden wir nachher noch Gelegenheit haben. Der Film handelt von einer sehr bemerkenswerten Person, die ich glücklicherweise auch selbst kennenlernen konnte, Frau Rosa Zuckermann. Sie wurde auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, bekannt durch eine Dokumentation, Herr Zwilling und Frau Zuckermann, ist im Jahr 1999. Und ich hatte das Glück, sie einige Zeit erleben zu dürfen in meiner Lektorenzeit an der Universität Czernowitz um die Jahrtausendwende und durfte sie regelmäßig besuchen. Also eine sehr, sehr bemerkenswerte Frau, Jüdin, Jahrgang 1908, sehr kaisertreu, wie viele Juden in der Monarchie, und eine sehr optimistische und dem Leben zugewandte Person, die ein unglaublich dramatisches und tragisches Schicksal dann erleiden musste. Das ist auch das Thema des Films. Sie wurde mit ihrer Familie deportiert nach Transnistrien in ein Lager, und auf dem Weg dorthin sind innerhalb kurzer Zeit ihre Eltern, ihr Mann und ihr kleiner Sohn umgekommen. Und sie kehrte alleine nach Czernowitz zurück im Jahr 1944. Sie hat dann noch einmal geheiratet und wieder einen Sohn bekommen, Felix Zuckermann, den ich auch sehr gut kenne, und er ist unser Hauptprotagonist in diesem Film. Er geht auf die Suche nach den Orten der Deportation, die Orte, die seine Mutter Rosa nie wieder aufsuchen konnte und auch nicht wollte. Und er begibt sich eben auf diese Reise dorthin und wir begleiten ihn dorthin. Das ist so der Hauptplot des Films, also auch so die Suche nach den Leerstellen der Vergangenheit. Aber der Film hat auch noch eine zweite Seite, was auch in unseren Projekten immer eine sehr wichtige Rolle spielt, die Einbindung der jüngeren Generation. Der Film zeigt eben auch junge Menschen im Film, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, in einer Erinnerungswerkstatt, die wir dort auch durchführen konnten. Und das haben wir dramaturgisch in den Film eingebaut. Auch dann die Begegnung von Felix Zuckermann, dem Sohn, mit den jungen Studierenden aus der Ukraine und aus der Republik Moldau. Die kommen aus vier Städten, aus Czernowitz, aus Mogilew-Podilsk, aus Belz und aus Chisinau. Und in Mogilew-Podilsk findet auch die Erinnerungswerkstatt statt. Und dieser Ort war sehr bedeutend in der damaligen Zeit. Es war eines der größten Durchgangslager in Transnistrien, über 50.000 Juden und Jüdinnen. Dort findet diese Werkstatt statt, und das werden wir auch im Film sehen, wie es dann dort zur Begegnung kommt zwischen dem Protagonisten und der jungen Generation. Dann will ich gar nicht zu viel noch vorweggreifen. Ich denke, es gibt im Anschluss daran noch viel Gelegenheit, auch über den Film zu sprechen, aber auch über die Frage, wie wir eben in der heutigen Zeit auch Erinnerungsformate konzipieren können, dass sie auch viele Leute auch ansprechen und auch aktivieren können. Zuletzt möchte ich dann vor allem dem Team danken, das beteiligt war, vor allem dem Regisseur Reza Azashabab und Christina Vorbat, die am Konzept mitgearbeitet hat, und Christian Lache, der für den Ton zuständig war.
und vor allen Dingen auch den Protagonisten Felix Zuckermann, Mykola Kuschnir, Oleksiy Jakowitschuk, den wir vielleicht nachher noch sehen werden und hoffentlich, Alina Kalinczuk und auch die mitverantwortlich war für diese Erinnerungswerkstatt, möchte ich namentlich noch erwähnen, Galina Kormann, die auch im Rahmen dieser Ringvorlesung am 12. Januar hier im Saal auftreten wird. Mein Dank geht natürlich auch an das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Das ist ein Projekt des Instituts gewesen. Ich darf immer wieder für das Projekt auch für das Institut Projekte durchführen als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter und auch an den an die finanzierende Stelle soll natürlich erwähnt werden, das Auswärtige Amt, das diesen Film und das Projekt insgesamt für uns finanziert hat. Ja. Gut, soweit erstmal bis hierher und ich denke, wir können dann starten. Abend auch meinerseits. Mein Name ist Florian Kürer-Wielach. Ich darf das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München leiten und bin sehr, sehr dankbar und froh, dass wir heute hier in Innsbruck sein dürfen und unseren Film vorstellen dürfen und auch diskutieren. Herzlich willkommen Ihnen allen, herzlich willkommen auch jenen, die im Stream sind. Ich weiß, von Tel Aviv bis Übersee sind ein paar gespitzte Ohren und ein paar aufmerksame paar Augen auch heute hier digital zugegen. Wir haben auch einen weiteren Gast, der von sehr weit zugeschaltet ist, den ich deswegen auch als erstes begrüßen möchte. Oleksiy Jakowitschuk ist einer der Protagonisten dieses Films. Er selber hat in Czernowitz studiert und ist jetzt in Kiew, hat uns auch schon mehrmals für das IKGS von der Situation aus der Stadt berichtet. Und allen voran, lieber Oleksiy, schön dich zu sehen, schön dich wohlbehalten zu sehen. Sag uns doch kurz, wie ist die Situation in Kiew? Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch gerade? Achtung, bitte dein Mikro noch einzuschalten. Ach, guten Abend, Florian. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, an die Filmpremiere teilnehmen zu können und auch an der Diskussion. Ja, auch wenn nur virtuell. Ja, aber die Hauptsache ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über die wichtigen Themen zu sprechen. Ja, leider ist das Thema wieder sehr aktuell. Und der Krieg kam wieder zu dem Land, wo der Film gedreht wurde, zu meiner Heimat. Und über die Situation in Kiew. Die Situation ist natürlich kompliziert. Es gibt sehr, sehr viele Voraussetzungen. Und die größte davon, glaube ich, sind die Stromausfälle. Jetzt, Gott sei Dank, dank unserer Leuten, die im Energiebereich arbeiten, haben wir jetzt die Planungsausfälle in meisten Fällen. Das ist ein so unendliches Rennen, wo die russische Armee versucht, dann, wenn wir das kriegen, mehr oder weniger die Energieinfrastruktur zu ein bisschen zu reparieren, dann kommen einfach erneute Angriffe an die kritische Infrastruktur und dann haben wir schon wieder einen Blackout, aber jetzt schon seit vielleicht 2 Wochen ist die Situation ein bisschen besser geworden und wir haben jetzt meistens Strom da und Wasser und auch Heizung. Natürlich ist die Situation viel schlechter in östlichen Regionen. Hier in Kiew sind wir mehr oder weniger besser. Alles ist jetzt relativ, aber wir sind jetzt auch in relativer Sicherheit. Danke.
Wir wünschen dir und euch allen, dass das so bleibt und dass es im Osten sehr schnell, so schnell wie möglich wieder besser wird. Ich komme gleich auf dich zurück, Oleksii, möchte aber ganz kurz diese Runde vorstellen, soweit es nötig ist. Ich mache es auch nur ganz kurz. Wer mehr wissen möchte, bitte einfach googeln. Das ist ja kein Problem mehr. Gleich neben mir Markus Winkler, er wurde schon vorgestellt. Er ist aber eigentlich der, der die Idee hatte zu diesem Film, zu dem Projekt, zu diesem Workshop und für uns und auch andere, aber hoffentlich immer wieder für uns in der Region arbeitet, auch immer wieder Weißrussland mit einbezogen hat, hoffentlich wieder einbeziehen wird, also wirklich dort im Dreiländereck, Moldau, Ukraine, Weißrussland, vor allem mit jungen Leuten arbeitet und Vermittlungsarbeit, Geschichtsvermittlung betreibt. Ein Stuhl weiter, Mariana Hausleitner, gebe auch unendlich viel zu erzählen, alleine die Liste ihrer Bücher aufzuzählen würde den restlichen Abend brauchen. Sie ist einer der führenden Spezialistinnen für die Zeitgeschichte im südöstlichen Europa, in Ostmitteleuropa würde ich mal sagen. Ihre Publikationen beziehen sich alle auf diesen Raum und eben auch ganz, ganz speziell auf Transnistrien, immer wieder auf die Bukowina. Sie ist tatsächlich wahrscheinlich die beste Kennerin der Situation in den, sagen wir mal, kurzen 20. Jahrhundert. Ich möchte hier doch ein Buch erwähnen, ausnahmsweise, weil es so neu ist und so gut passt. Eine Atmosphäre von Hoffnung und Zuversicht, Hilfe für verfolgte Juden in Rumänien, Transnistrien und Nordsiebenbürgen 1940 bis 1944 im Lukas Verlag, ganz also kürzlich erschienen. Und dann die vielleicht etwas seltsame Situation, dass hier ein Gast zwei Einheimische an der Uni vorstellt. Ich mache es trotzdem ganz kurz, weniger für Sie als für die im Stream. Frau Professor Eva Pfanzelter ist Zeithistorikerin hier am Institut und wenn ich das mal so zusammenfassen darf, intensiv befasst mit Erinnerungskultur im digitalen Raum, und da gibt es sicher auch einiges zu sagen anschließend. Und ganz außen Professor Dirk Rupnow, Dekan hier im Haus, ebenfalls Zeithistoriker, bekannt aus Funk und Fernsehen, wenn man so möchte, auch spezialisiert auf Fragestellungen des Holocaust. Allerdings eine Frage wird sein, ob das Thema Transnistrien im deutschsprachigen Diskurs überhaupt vorkommt. Jetzt aber mal zu dir noch, Oleksii. Wir möchten gern, bevor wir ein bisschen ins Thema gehen, sozusagen in die historische Dimension, von dir gerne kurz wissen, wie du dieses Projekt erlebt hast, was die Erinnerungswerkstatt mit dir gemacht hat und wie du den Film sozusagen jetzt wahrnimmst als Protagonist und jetzt auch als Betrachter von außen. Ja, also ich habe schon vor dem Projekt Herrn Winkler und Herr Zuckermann gekannt, und natürlich war es für mich auch ein Grund, der Grund dafür, weil warum ich an dem Projekt teilgenommen habe. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das wurde auch im Film mehrmals von den jungen Leuten erwähnt, dass wenn wir jetzt irgendwie über Ghettos oder Vernichtungslager hören, dann denken wir vor allem an Deutschland und Polen. Aber so auch in der Ukraine wurde es nicht so über jüdische Geschichte gesprochen. Und natürlich war es für mich auch sehr interessant, auch die solche Orte zu besuchen und selbst mit den Zeitzeugen zu sprechen. Und ja, die Geschichte ist sehr, sehr, sehr tragisch, und auch diese Reise jetzt schon mehrere Jahre nach den Ereignissen war es auch sehr, sehr eindrucksvoll, würde ich sagen. Also die Eindrücke, wenn du einfach, das ist einfach sehr kompliziert, sehr schwer sich vorzustellen, die Verhältnisse, wie die Leute da gelebt haben, und auch die Reise, was Herr Zuckermann gefühlt hat, wenn er einfach diesen
Route gegangen ist, so dass seine Mutter während des Zweiten Weltkriegs auch gemacht hat. Das natürlich, das war für mich auch, ich habe das auch irgendwie miterlebt und die Eindrücke waren natürlich, ja, das, wenn wir jetzt nehmen, man lernt viele junge Leute und das und von einer Seite, das ist immer so interessant, mit anderen jungen Leuten zu sprechen und die Jugend interessiert sich vor allem nicht so für solche Themen, aber für mich war es dann schon ein interessantes Thema und auch eine interessante Reise. Dankeschön. Markus, jetzt nach 2 Jahren haben wir es endlich geschafft, nach einer Pandemie und ja, also eigentlich auch mitten im Krieg, der übrigens auch damals schon in der Ukraine war, das vergisst man immer wieder, diesen Film zu zeigen. Ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du ihn jetzt wahrscheinlich zum 100. Mal siehst? Vielleicht auch gleich dazu die Frage, macht es eigentlich, du kennst ja auch die Situation in der Ukraine aus familiären Gründen gut, macht es eigentlich wirklich Sinn, ständig diese Verbindung herzustellen zwischen den Ereignissen in den 40er Jahren und dem, was jetzt in der Ukraine passiert? Ja, ich habe den Film tatsächlich jetzt sehr oft gesehen, aber eben eigentlich fast immer alleine oder zu zweit. Also es ist schon auch bewegend, das jetzt hier in diesem Rahmen zu erleben. Das ist doch nochmal ein anderes Erlebnis und das dann auch hier auch zu diskutieren. Und deine zweite Frage bezog sich jetzt, also du meinst den Vergleich von dem, was... Also ich habe mich eigentlich mit einer anderen Frage noch stärker auseinandergesetzt, die vielleicht aber auch das so ein bisschen berührt. Wir haben ja eben in den letzten oder nach dem Film noch weitere Projekte auch in der Region durchgeführt und machen das auch gerade aktuell. Und das ist jetzt auch ein Thema, wo es um den Antisemitismus geht, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, auch in der Sowjetzeit. Und wir waren eigentlich mittendrin, in einem Projekt auch das zu starten. Das sollte, oder das wird auch dann werden, eine Web-Doku und es werden Learning-Apps entstehen. Und Alexei ist auch wieder beteiligt an diesem Projekt. Und da stellten wir uns aber die Frage, wie macht das Sinn, das jetzt zu behandeln? Erreichen wir da jemanden? Dürfen wir überhaupt jemanden jetzt erreichen mit diesen Themen, die eher historisch sind, zum einen, die für uns aber wichtig waren, weil wir gesagt haben, es geht ja auch um Diskriminierung bei dem Thema, es geht auch um Fake News, also wir haben es auch mit einem sehr modernen Anstrich natürlich versehen, um auch wieder junge Leute zu erreichen. Und der Antisemitismus ist ja kein historisches Thema, der ist allgegenwärtig. Wir haben es dann also schon zuerst mal historisch auf die Bukowina bezogen, weil er war dort sehr verbreitet oder immer stärker. Und die Folgen sind ja im Film dann auch sichtbar. Und wir haben uns dann aber doch entschieden, das auch zu machen. Da ist auch Mikola Kuschnir wieder dabei. Also er ist eigentlich der Projektträger vom Jüdischen Museum. Und es funktioniert auch. Allerdings binden wir jetzt die Aktualität mit ein in die Themen. Also in den ersten Workshops, die jetzt gelaufen sind, geht es eben auch um den Krieg, um den gegenwärtigen und um die Wahrheit und um das... das werden wir jetzt miteinander verknüpfen. Also vielleicht kann ich da ein bisschen auch deine Frage mit berühren. Danke. Mariana, Holocaust in Transnistrien, ein großes Thema, von dem einfach wenig bekannt ist. Möchtest du uns einfach vielleicht in wenigen skizzenhaften Sätzen kurz vielleicht auch den Unterschied sagen zu dem, was hier in Zentraleuropa passiert ist in den 40er Jahren. Wie unterscheiden sich da die Ereignisse? Welche Akteure kommen da dazu, die vielleicht nicht so in unserem Fokus sind? Also der große Unterschied ist, dass in Rumänien
zwar immer Antisemitismus da war, aber sowas wie Vertreibung, das war nur möglich, weil der Krieg überhaupt diese Möglichkeit geschaffen hat, die Sowjetunion anzugreifen. Rumänien wäre vorher natürlich nie auf die Idee gekommen. Und plötzlich hatten sie ein Besatzungsgebiet, dieses Transnistrien, wo sie Leute hin deportieren konnten. Also das war eine Situation, die 40 noch völlig unvorstellbar war. 40 war Rumänien noch ein Bündnisstaat Frankreichs. Frankreich hat darauf geachtet, dass die Minderheitenrechte nicht zu oft übertreten werden. Und das erste Rassegesetz wurde erst im August 40 verkündet. Also dieser Vorlauf, der in Deutschland da war, ab 33, der fehlte in Rumänien. Trotzdem hat sich da etwas in diesen Regionen ereignet und das hat sich nicht in ganz Rumänien ereignet, sondern nur im Nordosten. Und die Begründung war, dass diese zwei Gebiete 40 von der Sowjetunion besetzt worden war und man hat den Juden nachgesagt, dass sie besonders stark kollaboriert hätten. Und Antonescu, der Staatsführer Rumäniens, hat die Juden aus diesen zwei Gebieten vertrieben, aus anderen nicht. Mit der Begründung, sie sind ja unsicher und im Hinterland der Front kann man solche Leute nicht haben. Deshalb wurden alle vertrieben, egal was sie vorher gemacht haben oder nicht gemacht haben. Die kollaboriert hatten, waren natürlich längst weg. Die sind mit der Roten Armee abgezogen gewesen. Die es getroffen hat, waren Leute, die also völlig unschuldig waren und meistens auch keine großen Sympathien für die Sowjetunion hatten, weil in der Zeit auch Deportationen von Juden stattfanden, weil die da als soziale gefährliche Leute verfolgt wurden. Also das war, die Vorgeschichte ist anders und der Verlauf ist dann auch ganz anders. In Rumänien ist am Anfang also die Judenverfolgung ähnlich wie in Deutschland, also Massenerschießungen, Vertreibungen. Dann kommt es aber etwas in Transnistrien, was anders ist als in Deutschland. Keine Konzentrationslager, keine Zwangsarbeit, sondern die Leute werden irgendwo abgelagert, in alten Kolchosen, in kleinen jüdischen Städten und verhungern dort und sterben hauptsächlich an Typhus. Das ist durch Läuse übertragen, nicht eine Krankheit, die gerade die Städter bekommen haben. Die Juden, die dort lebten, die haben es nicht bekommen, weil die schon immer diese Verhältnisse gewöhnt waren. Und diese Deportierten sterben, also zum Beispiel in Berschat, das war ein Ort, wo besonders viele starben, 80% der Deportierten sterben dort. In anderen Orten waren es 60-70%. Also Berschat war besonders schlimm dran. Und was spannend für mich immer in Rumänien ist, der Holocaust zieht sich nicht über die ganzen Kriegsjahre hin, sondern nach Stalingrad, also 1942, wird ein Großteil der rumänischen Armee vernichtet. Und plötzlich kommen die Herrschenden in Rumänien auf die Idee, es könnte ja sein, dass die andere Seite gewinnt und nicht Deutschland. Und der Antonescu hat so einen Spruch gemacht, der mich immer fasziniert hat. Er hat gesagt, ja, also wenn die andere Seite gewinnt, dann ist das Weltjudentum wieder an der Macht. Und dann ist es schlecht, wenn wir alle Juden umbringen. Und plötzlich fangen sie an, 1943 zuzulassen, dass die jüdischen Gemeinden, die weiter existierten in anderen Teilen, Medikamente schicken, die Typhusepidemie hört auf, die Leute verhungern nicht mehr. Ende 1943 kehren die Ersten aus Transnistrien zurück und 1944 dürfen sogar Schiffe abfahren Richtung Istanbul und dann nach Palästina. Also etwas, was völlig unvorstellbar ist im deutschen Machtbereich, weil im März 1944 fuhren die Züge nach Auschwitz und im März 1944 fahren die ersten Schiffe aus Konstanz, also am Schwarzen Meer, ab. Nicht, teilweise mit Leuten auch aus Transnistrien. Also schon große Unterschiede. Und das Komische ist, dass Rumänien nie darüber gearbeitet hat. Nicht? Also dieser ganze Ostfeldzug war kein Thema bis 90. Und dadurch wusste man so wenig. Nicht? In der Sowjetunion war es auch kein Thema und im Westen auch relativ wenig. Nicht? Und ja, deshalb war das natürlich auch ein spannendes Thema. Ich habe mit Studierenden auch ein Projekt gemacht, wie die noch sehr viele in Tschernowitz lebten. Also nicht nur Frau Zuckermann, damals haben wir 15 Leute interviewt. Ja, das Irre war damals für mich, es war wieder Hunger, nicht? Also es ist nicht nur jetzt in der Ukraine schlimm, nicht? In den 90er Jahren ging es auch drunter und drüber, nicht? Wir haben, als wir merkten, dass die Leute Hunger hatten, immer Butterbrote hingelegt, die waren nach den Interviews immer alle weg, nicht? Also es war für die Leute sehr schwer, über diese Zeit zu erzählen, wenn man über Hunger erzählt und selber nicht genug zu essen hat, ist natürlich auch sehr schwierig. Also die Geschichte dieser Leute, ja, man hat sie kaum noch festhalten können und man weiß relativ wenig, also interviewmäßig von den Leuten, weil man nur noch ganz wenige
befragt hat. Also wir haben hinterher noch ein Projekt gemacht mit diesen selben Studierenden in Israel. Die Leute, die ausgewandert haben, die können natürlich ganz anders drüber reden, weil die nochmal neu gestartet sind und ein anderes Leben hatten. Also wir haben da auch ein zweites Buch gemacht, nicht? Also das klingt dann schon ganz anders, weil die Leute andere Perspektiven hatten. Für die war es eine Vergangenheit. Und das, was Frau Zuckermann sagt, also was mich auch immer schockiert hat, nicht? Sie fühlt sich schuldig, weil sie nicht gestorben ist. Das ist gerade bei den Leuten natürlich besonders schlimm, nicht? Die, deren Familie weg waren, nicht? Also von denen, die ausgewandert sind, die haben meistens nochmal ein neues Leben gestartet und können ganz anders drüber reden. Wenn ich noch kurz bei dir bleiben darf, Mariana, wenn wir vielleicht in die Regionen hineinzoomen, um ein bisschen zu zeigen, wo wir uns da bewegen, nämlich eigentlich zwischen mehreren Regionen, die eines verbindet, und da kommen wir zurück auch auf unsere Ringvorlesung zur Moldau als Region und Nationenstaat. Die Bukowina mit der einstigen Hauptstadt Czernowitz, Karkanisch, österreichisch, dann eben ab 1918 rumänisch und dann eben unter Besatzung in den 40er Jahren, um das nochmal kurz darzulegen, einerseits, und dann andererseits Transnistrien, also eine Region etwas weiter im Osten. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, diesen Weg, warum diese Czernowitzer städtischen, meist deutschsprachigen Juden genau dahin gebracht werden, nach Transnistrien, was war der Zweck? Und falls man diese Frage beantworten kann, nach der Intention, dieses Verhungern wurde in Kauf genommen, gab es da eine Art Generalplan dahinter? Oder war das sozusagen ein Nebeneffekt einfach des Versuches, sie wegzukriegen aus Czernowitz, aus der Region? Also vielleicht erstmal zu der Region Transnistrien. Die ist ja viel größer als das heutige Transnistrien, was ja nur so ein kleiner Streifen ist, nicht? Also da ging es bis zum südlichen Bug. Da gehört Odessa dazu. Also der Hafen war Antonescu sehr wichtig. Und das ist auch das größte Verbrechen, in dem darüber kommt jetzt in dem Film nichts. Da sind 20.000 Leute erst sofort erschossen worden, weil kaum war die rumänische Armee da einmarschiert, ist ein Bombenattentat gewesen und dann wurde als Sühnemaßnahme, also aus jeder jüdischen Familie, jemand erschossen, und der Rest der Leute wurde dann in andere Lager gebracht, wo sie dann fast alle an der Epidemie zugrunde gingen und erschossen wurden, damit sie nicht diese Epidemie verbreiten. Und da haben auch Deutsche mitgemacht, der Selbstschutz aus Transnistrien, das waren deutsche Minderheitler, nicht die SS organisiert hatte. Sonst haben die Deutschen in diesem Gebiet Transnistrien eine sehr geringe Rolle gespielt, weil sie waren weitergezogen. Der südliche Bug grenzt an das Reichskommissariat, nicht? Und da ging es ganz anders zu. Da mussten die Juden Zwangsarbeit leisten, bis sie gestorben sind. Da waren zum Beispiel die Eltern von Zelander runter nicht. Deshalb weiß man über das Reichskommissariat sogar ein bisschen weniger. Die Rumänen haben sich gar keine Gedanken gemacht, was sie mit den Leuten da machen. Nicht, dass, also sie wollten sie nur weghaben aus den Gebieten, die jetzt rumänisch werden sollten, weil sie das Gefühl hatten, Minderheitler sind eine Gefahr, und die Juden waren das städtische Bürgertum, die wollte man auf alle Fälle weghaben. Und man hatte bis 1943 sogar noch Pläne, auch die Ukrainer aus diesen Gebieten zu vertreiben. Dazu kam es dann nicht mehr, weil der Krieg sich anders entwickelt hat. Also die Pläne waren nicht da, deshalb hat man sie, also man hat sie noch nicht mal zur Arbeit gebracht, was ja verrückt war, weil Transnistrien war ein sehr reiches agrarisches Gebiet. Man hat die Kollektivwirtschaften weiterarbeiten lassen, das Getreide hat also die Armeen ernährt, die immer weitergezogen sind. Da durften auch die Deutschen einiges über Odessa ausschiffen, nicht? Also man hat das nicht mal versucht, nur die Juden haben dann selber, die noch Kraft hatten, versucht zu arbeiten. Also im Frühjahr 1942 haben sie sich dann bei Bauern verdingt, nicht, damit sie auch irgendwas zu essen kriegen, aber es wurde überhaupt nicht so organisiert. Nicht? Also nur wenn sie Schnee räumen sollten, wenn irgendwelche wichtigen strategischen Straßen da waren, da hat man Leute eingesetzt, nicht, und dann beim Brückenbau. Aber sonst hat man sie einfach, ja, ihrem Schicksal überlassen. Und das Furchtbare ist nur, dass tatsächlich also ein Drittel der Deportierten starb, einfach an Hunger und Mangelkrankheiten. Danke. Herr Rupnow, machen wir vielleicht wieder den Sprung hierher. Eine einfache und gleichzeitig wahrscheinlich schwierige Frage: Warum reden wir hier nie
über den Holocaust in Transnistrien. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend auch noch. Naja, also man sieht das ja jetzt auch an dem, was schon die Kollegin Hausleitner gesagt hat, oder? Wir reden immer so einfach vom Holocaust inzwischen, oder? Das hat sich jetzt als Standardbegriff eingebürgert weltweit und haben dann immer so vor Augen, dass das so ein kompaktes historisches Ereignis ist, das nach einem bestimmten Masterplan abgelaufen ist und gerade aus der deutschsprachigen Perspektive, sage ich jetzt mal, eben auch mit den ganzen Vorgeschichten, mit antijüdischen Gesetzen, die sich halt langsam nach der Machtübernahme etc. entwickeln, und da haben wir irgendwie so ein Schema im Kopf. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man natürlich, dass das in den unterschiedlichen besetzten Gebieten oder kollaborierenden Staaten einfach sehr unterschiedlich abgelaufen ist und gehandhabt wurde. Und dafür ist Rumänien natürlich ein hochinteressantes Beispiel, oder? Man muss sich also mit dem Antonescu-Regime beschäftigen, wie das wiederum zum Hitler-Regime stand, welche Freiheiten das Regime auch gegenüber Nazi-Deutschland hatte. Dann mischen natürlich schon teilweise die deutsche Wehrmacht mit und auch Einsatzgruppen, aber nur am Rande. Dann ist es ohnehin, wie wir ja gerade gehört haben, eine höchst unübersichtliche Lage, sagen wir mal, oder? Weil diese Gebiete ständig die Seite wechseln. Man geht dann in diesem Fall, oder, geht man eben mit den Juden in den, also jetzt Rumänien dann, oder, geht mit den Juden in diesen frisch besetzten Gebieten anders um wie mit den eigenen Juden im, sagen wir mal, Kernstaatsgebiet. Oder man würde jetzt in andere Länder schauen, da ist es genau, ist die Dynamik genau andersrum. Da weiß man eher nicht so genau, was man mit den ausländischen Juden tun soll und bringt zunächst die Einheimischen um. Aber also man merkt einfach beim Blick darauf, wie inhomogen in Wirklichkeit dieses Geschehen des Holocaust ist, je nachdem, wo man eben reinzoomt. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig und sieht man an dieser Geschichte, das ist eben gar nicht so kompakt. Ne? Und da gibt es auch wahnsinnige Ungleichzeitigkeiten, eben während noch die ungarischen Juden als großes Finale und ja mit der gewissermaßen, wie soll man sagen, höchsten Taktung, oder, ermordet werden eben im Sommer 1944 in Auschwitz, Birkenau und dahin deportiert werden, passiert in Rumänien schon was ganz anderes. Ne? Also auch diese Ungleichzeitigkeit ist natürlich erstaunlich, weil sich da das Regime gewissermaßen schon auf die Zeit danach vorbereitet. Ne? Also das ist, finde ich, mal ein wichtiger Punkt, und das sehen wir oft nicht so. Ich glaube, das wird natürlich auch in der Schule nicht so vermittelt, dass das eben ein so vielfältiger Prozess ist, je nachdem, in welche Region oder welches Land man reinzoomt, zum einen. Und dann hat es, glaube ich, auch was eben mit dieser spezifischen Natur zu tun, wie der Holocaust, wenn wir das so nennen wollen, in Rumänien stattfindet. Oder es gibt eben keine... Es gibt eben keine klassischen Lager, dementsprechend gibt es auch keinerlei Gedenkstätten, die man besuchen könnte. Oder man wüsste jetzt, ich meine, wer kennt schon diese Orte im deutschen Diskurs? Also wirklich auch nur die absoluten Fachexperten würden jetzt diese Namen überhaupt hersagen können. Oder das sind ja keine etablierten Orte, wo ich Strukturen habe, wie jetzt, oder? Sie wissen das, in Auschwitz, in der Gedenkstätte, gibt es 2 Millionen Besucher, glaube ich, inzwischen im Jahr, oder? Das ist ein Betrieb, der, muss man sagen, der funktioniert ja via Flughafen oder so. Ne? Naja, also das ist ein riesiger Tourismusbetrieb, da werden 2 Millionen Leute im Jahr durchgeschleust, um es jetzt mal so zu sagen. Und da gibt es auch die Strukturen dafür, da gibt es auch, was man sehen kann. Das Stammlager und dann Birkenau, das sieht man weniger, aber trotzdem, also da gibt es was man sehen kann. Jetzt die Lager der Aktion Reinhard, Sobibor, Treblinka, Belzec, die sind in den letzten Jahren ja oder gerade noch im Moment nochmal in so einer Phase der Ummodellierung, wo sie zum einen neu beforscht werden, auch archäologisch, und gleichzeitig aber auch neu gestaltet werden als Gedenkstätten in ganz neuen Formen. Also wenn man dort, ich war dort das letzte Mal Ende der 90er in Belzec, da gab es einen kleinen Stein und gar nichts. Ne? Und heute haben sie ein Museum, das von den amerikanischen Kollegen im Holocaust-Museum in Washington mitgestaltet wurde, und halt eine riesige Denkmalsstruktur da auf dem
auf dem Gelände. Also diese Lager sind jetzt heute so hergerichtet, aber selbst da fahren ja kaum noch Touristen hin, weil es so abseits aller sonstigen Wege ist. Da gibt es ja sonst nichts, was man dann tun könnte. Ja. Und das ist natürlich hier nochmal dann im Fall von Transnistrien viel extremer. Also man hat keine Orte, wo man eigentlich hin kann. Es gibt nicht viel zu sehen in dem Sinne, ja, außer man würde jetzt auch vielleicht nochmal archäologisch arbeiten. Das wäre natürlich hochinteressant. Ja. Aber es sind eben auch gar nicht so leicht markierte Orte etc. Also ich glaube, diese verschiedenen Dinge spielen zusammen und das führt dazu, dass das tatsächlich, insofern ist dieser Titel natürlich treffend, ja, Forgotten Holocaust, dass das so ein bisschen so ein blinder Fleck ist, in der Öffentlichkeit sowieso, aber das könnte man auch auf die Forschung noch erstrecken, ja, wo, glaube ich, sich nur sehr wenige Kolleginnen damit wirklich en Detail auskennen, was da passiert ist. Und interessant ist natürlich, also was stellt für uns die Verbindung da zum Holocaust in Transnistrien, das ist natürlich dann Czernowitz, ne? Also weil das noch am etabliertesten ist, oder? Als ein Ort der deutschsprachig-jüdischen, habsburgischen Geschichte, ja, wo zwar selbst dann das nicht Verbrechen nicht stattgefunden hat, aber weil die Juden aus der Bukowina eben nach Transnistrien deportiert wurden, kommt es dann jetzt in den Blick, ne, weil wir auch eben man kennt Frau Zuckermann inzwischen im deutschsprachigen Raum etc. Also das finde ich auch interessant, dass der Link ja eigentlich jetzt weniger über Transnistrien läuft, sondern über Czernowitz, weil das natürlich so eine Ikone auch ist für eine untergegangene deutschsprachig-jüdische Geschichte in Osteuropa. Dankeschön. Ja, der Mythos Czernowitz, auch ein eigenes Thema. Ich kratze ja da ganz gerne dran, aber das lasse ich mal heute. Der Nichtort Transnistrien hat vielleicht doch einen Ort oder könnte einen finden, nämlich im Digitalen. Mich würde einfach interessieren, jetzt blicken Sie da jetzt, sage ich mal, von außen drauf. Ich nehme an, Sie haben über Transnistrien noch nicht so gearbeitet, aber sehr viel über die Gedächtniskultur und eben diese Verlagerung ins Digitale, vielleicht auch so ein bisschen an der Schwelle vom Kommunikativen ins kollektive Gedächtnis. Wie würden Sie da diese spezielle Situation sehen und verorten? Ja, danke für die komplexe Frage, die alles enthält. 3 Minuten, ich werde mich bemühen. Ganz richtig, ich glaube, wir haben hier, ich versuche es kurz zu machen, wir haben einen ganz großen Raum, in dem diese Erinnerung Platz hat, das ist der digitale Raum. Es gibt tatsächlich ein wunderbares Projekt, das jetzt seit 2003 versucht, hier gerade diese vergessenen Holocaust-Orte zumindest zu sammeln. Also Holocaust by Bullets, Yahad in Unum, Vater de Bois, also ein Priester, der angefangen hat, die Sonderkommandeeinheiten, ja, ihre Bewegungen sozusagen zu verfolgen. Und in einem mittlerweile sehr großen Projekt werden da andere All Histories gemacht, weil die Überlebenden gibt es ja meist nicht mehr. Diese Spuren sind verwischt. Wir wissen auch nicht, wo die Orte sind, weder die Täterorte noch eben die Sterbensorte der Menschen. Aber dieses Projekt geht ein bisschen anders an die Frage heran. Hier werden Ortsbewohner, vor allem ältere Ortsbewohner, Dorfchroniken und so weiter herangezogen und man versucht, die Geschichte aus der Perspektive der damals Mitlebenden zu rekonstruieren. Dazu gibt es Aufzeichnungen. Mittlerweile werden dann die identifizierten Orte wirklich archäologisch auch untersucht mit Messungen und allem exhumiert, die Orte markiert und diese Fundstellen gibt es in einer ganz schönen Karte online, damit belebt auch, oder wie soll ich sagen, vervielfältigt sich auch dieses Bild. Der Holocaust ist vielleicht vergessen, aber er ist wahnsinnig umfangreich. Mit dieser Karte alleine, wo man sieht, was jetzt da ist, was noch bearbeitet wird, welche Interviews da sind, welche Dokumente wir finden, welche Namen wir auch vielleicht in anderen Lagern, auch auf Schiffen, also diese Verbindung, die digital hergestellt werden kann, die macht diesen Holocaust im Osten wahnsinnig umfangreich.
In Transnistrien haben wir hier eine ganz besondere Situation, weil dort haben wir wenig Sonderkommando-Einsätze, sondern es ist vor allem der deutsche Selbstschutz, der hier ja, eigenmächtig beziehungsweise tätig wurde, beziehungsweise eben, wie wir schon gehört haben, die Menschen hat sterben lassen, verhungern lassen. Nichtsdestotrotz gibt es da auch jetzt, ich habe das heute nochmal nachgeschaut, schon einige Stellen, die jetzt hier in diesem Projekt zumindest festgehalten werden konnten. Und deswegen freut es mich ganz besonders, wenn Alexei jetzt dann weiter in diesem Themenbereich arbeitet, vielleicht auch in diesem Sinne versuchen, das jetzt vielleicht noch einmal, zweimal, dreimal zugedeckte Erinnern hier zumindest im digitalen Raum überleben zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass auch jetzt wieder diese Initiativen, die vor Ort geschehen sind, noch einmal oder wieder durch Kriegshandlungen beeinflusst sind. Insofern wird wahrscheinlich gerade dieser digitale Raum jetzt im Moment ganz wichtig, um zumindest das zu retten, was aufgezeichnet wurde, was bisher geschehen ist, um das zumindest so weit zu bringen, dass wir da einen digitalen Erinnerungsort zumindest haben, den man dann vielleicht auch verorten kann, bei aller sicher auch berechtigten Kritik am Massentourismus und dann, was weiß ich, an dieser kommerzialisierten Erinnerungskultur, die hier ja noch nicht so stattfindet. Dankeschön, Mariana, du wolltest doch was drauf sagen. Okay, Massentourismus ist tatsächlich nicht das Problem, das die Region gerade hat. Vielleicht möchte ich noch zum Schluss ganz kurz darauf hinweisen, wie ihr diesen Film konstruiert habt. Ihr habt ja da ganz viele Schichten übereinander gelegt. Ne? Man sieht da den Sohn, der ja schon selbst nach dem Holocaust geboren ist, auch mit dieser ja eigentlich erschreckenden Erkenntnis, ohne den Tod der ersten Familie seiner Mutter wäre er nicht auf der Welt. Also ein Zyniker würde das jetzt mit Schumpeter schöpferische Zerstörung nennen. Schumpeter selbst in Czernowitz wirkend. Ja. Also muss man auch mal verarbeiten, sozusagen biografisch. Dann in dem Film seine Mutter, die da eingeblendet wird, in Tondokumenten, glaube ich, über die du verfügst, als kleiner Schatz sozusagen. Ne? Ja, und dann eben die nächste Generation, die jetzt selbst auch wieder eigentlich, wenn man so möchte, andere Probleme hat, große Probleme und trotzdem weiter an dem Thema arbeiten will, weil offensichtlich doch eine Verbindung besteht. Für uns ist es tatsächlich immer wieder Czernowitz, wenn man dann die Frau Zuckermann oder auch ihren Sohn sprechen hört, ja, also vor allem Frau Zuckermann noch in diesem ja, sehr typischen Czernowitzerisch, dann gibt es hier wahrscheinlich eine Art von Identifikation, die möglicherweise sehr künstlich ist, aber sie ist nun mal da, auf die kann man aufbauen. Und das ist natürlich noch ein Aspekt, der hier in diesem Film ganz deutlich wird. Vielleicht noch ein Hinweis, weil es gerade dazu passt. Letzte Woche wurde das letzte Exemplar der Stimme verschickt aus Israel. Die Stimme ist die Zeitschrift der Bukowina Landsmannschaft, sie nennen sich tatsächlich so, in Israel. Und nun wurde beschlossen, es hat keinen Sinn mehr, es gibt niemand mehr, der auf Deutsch die Nachrichten liest. Es ist trotzdem ein unglaublicher Schatz, der auch schon abzurufen ist auf DIFMOE, das ist ein Digitalisierungsprojekt. Bis 2017 kann man alle Ausgaben der Stimme abrufen, auswerten, analysieren. Also aus der Sicht natürlich ein Traum. Andererseits markiert dieses Ende auch wieder diesen Übergang vom Kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis, den wir auch gestalten müssen und eben auch aktiv gestalten. Ich glaube, in einem Film ist es natürlich immer sehr stark, die Selektion, die Darstellung. Aber ich denke, man erreicht einfach auch Menschen dadurch, dass man eben auch mit Musik unterlegt etc. Das sind auch redaktionelle Entscheidungen, die man am besten eben professionell trifft, um auch nicht daneben zu treffen. Und ich glaube, das ist euch sehr gut gelungen. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, Markus, für diesen Film. Danke, Alexei, dass du bei uns warst, dass du mitgewirkt hast. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ich möchte gerne noch ein, zwei Fragen ermöglichen, ohne zu lang zu überziehen. Wenn es die gibt, dann bitte jetzt sozusagen noch sehr gerne. Und wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir einfach das nächste Mal mit dem Thema weiter, würde ich sagen.
Danke nochmal allen. Danke für die Zusammenarbeit, lieber Kurt Schaar. www.ikgs.de/Moldau, da kann man sich über unsere Ringvorlesung informieren. Der dritte im Bunde, Dr. Tobias Weger, mein Kollege, ist heute auch hier, der mit uns die Ringlehrveranstaltung macht. Und eines noch, wer gerne spenden möchte für die Ukraine, für die Bukowina, wir haben eine sehr enge Kooperation mit der Universität Czernowitz. Schauen Sie auf www.ikgs/Bukowina-Hilfe. Dort kriegen Sie alle Informationen, wie Sie einfach und schnell und effizient und direkt helfen können. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.